Zappler zu verteidigen. Herr Oberstleutnant, sind ja der Chef hier von dem Ganzen, ne? Ja. Ich fahre sie auch gerne rum, ne? Ist ja auch viel Arbeit. Aber Spaß, die, ne? Ja. Fahr ja auch gerne, ne? Aber die Kollegen, die beklagen sich immer so, dass so viel Leerlauf wäre, dass sie nichts zu tun hätten. Mensch, sag mal, wieso haltet ihr die eigentlich so lange fest, 15 Monate, wenn ihr gar nichts für die zu tun habt? Also 15 Monate ist keine lange Zeit und es gibt auch viele andere, denen das hier Spaß macht. In meinem Bataillon glaube ich nicht, dass es da irgendwelchen Leerlauf gibt. Da können Sie meine Soldaten mal fragen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es Einheiten gibt, in denen Schichtdienst gemacht werden muss. Und in diesen Einheiten kann nicht dem Soldaten für 15 Monate ein Abenteuerurlaub geboten werden. Hier muss er einfach da sein. Und allein durch sein Dasein trägt er zu unserer Sicherheit bei. Naja, aber apropos Dasein, ich war am Wochenende, Samstag, Sonntag, war in der Kaserne, ne? Wieder durchgegangen, haben wir plötzlich gedacht, stell dir mal vor, der Russe kommt am Wochenende und ist überhaupt keiner da. Findet überhaupt kein Krieg mehr statt. Also Sie können weiterhin am Wochenende ruhig schlafen. Der Russe kommt nicht am Wochenende, jedenfalls nicht an diesem und auch nicht am nächsten. Und es gibt auch überhaupt keine Anzeichen dafür, dass der Russe jetzt in irgendeiner Weise hier kommen will. Aber Sie können andererseits auch sicher sein, wenn wir Anzeichen hätten, dass er käme, und die würden wir rechtzeitig haben, dann wäre die Kaserne hier voll. Und dann wäre sie nicht leer. Am Wochenende, gebe ich Ihnen recht, ist zurzeit die Kaserne eine Oase. Kann man schön spazieren gehen. Wenn der Russe gar nicht kommt, könnte er ja auf sein Knöpfchen drücken. Er drückt auf sein Knöpfchen. 6 Minuten später macht es bei uns Bumm. Ja. Und unsere ganzen schönen Panzer, Maschinengewehre und alles umsonst. Ja, wenn der Russe das täte und Atomraketen einsetzt, dann muss er damit rechnen, dass es auch bei ihm Bumm macht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in seinem Sinne ist. Dieses ganze Rüstungspotenzial, was wir jetzt hier aufgerüstet haben, ist ja eine ganze Menge und kostet ja im Jahr so 42 Milliarden Mark. Ist ja viel Zeug. Ne? Die anderen geben noch mehr aus. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, alle würden nichts mehr ausgeben. Ne? Ja. Wir machen dafür Volksbewaffnung. Jeder auf der Welt bekommt eine Keule. Ja. Ja? Da würde der Krieg ja irgendwie ganz anders verlaufen. Wäre billiger. Ja, und wäre auch bestimmt lustiger. Und vielleicht fände auch gar nicht statt, denn wer haut denn schon einen anderen mit einer Keule ein zu Ben Dassel? Eine schöne Idee, aber sie passt eben nur in die Steinzeit. Und da können wir nicht zurück. Wir leben nun mal im Nuklearzeitalter und müssen mit unserer Technik jetzt hier auch fertig werden. Ja, warum muss Technik gleich immer auf Zerstörung und Waffen geben? Technik könnte auch bedeuten...